Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Mit diesem Gruß der Kirche sind wir schon mittendrin in der Gemeinschaft der Glaubenden, in der Gemeinschaft der Kirche, der Weltkirche, die an den dreifaltigen Gott glaubt. Heute ist der Dreifaltigkeitssonntag. Wir ehren heute im Besonderen eben den einen Gott in drei Personen. Wie schön das ist, dass auch in Gott es eine liebende Gemeinschaft gibt. Ja, wir dürfen nicht sagen, auch in Gott, sondern in Gott, denn alle Gemeinschaft, die es unter uns gibt, ist nur ein Ausfluss, ein Abbild dieser Gemeinschaft, die es in Gott gibt, wo es nur Liebe gibt. Die Liebe, die wir so oft verletzen, die wir immer dann verletzen, wenn wir im Glauben zweifeln oder etwas ablehnen, wenn wir im Zusammensein nicht die Liebe haben, wenn wir sonst in unserem Leben, in unserem Wirken nicht den Willen Gottes erfüllen, so wollen wir um das Erbarmen Gottes bitten. Dreifaltige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich und danken dir. Denn groß ist deine Herrlichkeit, Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater, Herrscher über das All, Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus, Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, du nimmst in Welt die Sünde der Welt, erbarme dich. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, nimm an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters, erbarme dich unser, denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Lasset uns beten. Herr himmlischer Vater, du hast dein Wort und deinen Geist in die Welt gesandt, um das Geheimnis des göttlichen Lebens zu offenbaren. Gib, dass wir im wahren Glauben die Größe der göttlichen Dreifaltigkeit erkennen
und die Einheit der drei Personen in ihrem machtvollen Wirken verehren. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen stand Mose am Morgen zeitig auf und ging auf den Sinai hinauf, wie es ihm der Herr aufgetragen hatte. Der Herr aber stieg in der Wolke herab und stellte sich dort neben ihn hin. Er rief den Namen Jahwe ist ein Er rief den Namen Jahwe aus. Der Herr ging an ihm vorüber und rief: Jahwe ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld und Treue. Sofort verneigte sich Mose bis zur Erde und warf sich zu Boden. Er sagte: Wenn ich deine Gnade gefunden habe, mein Herr, dann ziehe doch mein Herr mit uns. Es ist zwar ein störrisches Volk, doch vergib uns unsere Schuld und Sünde und lass uns dein Eigentum sein. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Brüder und Schwestern, freut euch, kehrt zur Ordnung zurück, lasst euch ermannen, seid eines Sinnes und lebt in Frieden. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Es grüßt euch alle Heiligen. Die Gnade Jesu Christi des Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, 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 Halleluja. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ehre sei dem einen Gott, der war und der ist und der kommen wird. Amen.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, sicher ist es Ihnen auch schon öfters passiert, dass Mitglieder einer Sekte kommen, Hausbesuch machen und dann so verschiedene Dinge auf den Tisch legen, sozusagen. Eine Sache ist fast immer dabei: Ihr Katholiken glaubt zwar an den einen Gott, aber dann redet ihr von drei Personen, also von drei Göttern. Kann eins gleich drei sein? Und da steht man dann ein bisschen an, weil eins ist eben nicht drei und drei kann nicht eins sein. Aber dass in Gott ein Geheimnis ist und dass Gott selber ein Geheimnis ist, das ist eine andere Sache. Und Geheimnisse sind eben Geheimnisse, die man nicht in einem Rechenexempel sozusagen zu einem Schluss bringen kann. Das geht nicht. Gott ist dreifaltig und das ist ein Geheimnis. Der große Theologe und Philosoph Augustinus hat einmal gemeint, er könnte das Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit doch mit seiner Gescheitheit, mit seiner Logik erfassen und hat gegrübelt und gegrübelt, ist am Meeresstrand entlang gegangen dabei und während er so grübelt, sieht er einen Buben, der spielt da am Meeresstrand, hat ein Grübchen gegraben im Sand und hat ein kleines Gefäß in der Hand und schöpft vom Meer in dieses Grübchen hinein. Augustinus bleibt stehen und sagt: Meinst du, dass du das ganze Meer da in dieses Grübchen hineingeben kannst? Und da sagt der Bub zu ihm: Genauso wenig wie ich das Meer in dieses Grübchen hineinschöpfen kann, genauso wenig wirst du das Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit ergreifen, mit dem Kopf ergreifen können. Es war eine Vision, die Gott dem Augustinus zuteil werden ließ, um ihm zu sagen: Da bist du auf dem Holzweg, wenn du meinst, du kannst den einen Gott in drei Personen ganz einfach wie etwas anderes so begreifen, im Kopf haben. Ja, Gott ist so groß, dass wir ihn nicht
fassen können. Wenn wir meinen, wir können ihn da hineinbringen, da täuschen wir uns gewaltig. Er ist der Herr, der Allmächtige. Er ist alles, ganz einfach. Von ihm geht alles aus. Er ist der, der die Erde erschaffen hat und das Weltall und der es auch erhält. Wir können das nicht ganz einfach mit unserem kleinen Hirn begreifen. Das müssen wir halt zugeben. Das gehört auch zum Glauben dazu, dass wir an einen Gott glauben, der ein Geheimnis ist und dass wir dieses Geheimnis nicht fassen können. Ja, wenn wir es fassen könnten, dann wären ja wir die Herren, dann wären wir gleichsam größer als Gott, wenn wir über ihm stehen würden, mit unseren Gedanken, mit unserem Verstehen. Nein, so ist es nicht. Gott ist und bleibt der Große, der Geheimnisvolle. Er ist der, der da ist. Wir haben gehört in der ersten Lesung von Mose, wie sich Gott dem Mose auch gezeigt hat. In einer anderen Weise hat er sich ihm gezeigt, im Dornbusch, im brennenden, wo er ihm zugerufen hat, tritt nicht näher heran, hier ist heiliger Boden, zieh deine Schuhe aus. Und Mose hat sich vor ihm tief verneigt und hat ihn verehrt. Und Gott hat ihm gesagt, ich bin Jahwe. Das heißt auf Deutsch, ich bin der, der da ist. Wieder zweideutig eigentlich. Ist gemeint, er ist der, der immer da ist, weil er eben Gott ist, ewig, ohne Anfang und ohne Ende. Und Gott ist da, das bedeutet auch für uns etwas, er ist für uns da. Das ist die zweite Bedeutung bei diesem Namen Jahwe oder Jahwe, wie wir besser sagen. Gott ist dreifaltig. Und eigentlich müssten wir das schon ein bisschen erahnen können, wenigstens. Denn es heißt auch in der Bibel, Gott ist die Liebe. Und wenn er die Liebe ist, Liebe braucht immer ein Du, damit die Liebe von einem zum anderen gehen kann. Und diese Verbindung zum Du, das ist die Verbindung zwischen Gott Vater und Sohn. Gott Vater erkennt sich selber und diese Erkenntnis wird gleichsam eine Person oder ist eine Person, der Sohn. Und weil Gott Liebe ist, weil er liebt, der Vater den Sohn und der Sohn den Vater, ist diese Liebe zwischen Vater und Sohn so groß, dass man von einer Person, von einer dritten Person sprechen kann, und das ist der Heilige Geist. Eigentlich ist das Abbild Gottes auch in der Welt sichtbar, insbesondere beim Menschen. Es heißt in der Bibel, Gott sprach, wir wollen den Menschen machen, nach unserem Bild und Gleichnis, nach unserem Abbild. So ist der Mensch ein Abbild Gottes
Und das zeigt sich irgendwie eben auch in dieser Dreiheit. Es gibt Mann, es gibt Frau, und in der Verbindung zwischen Mann und Frau entsteht das Kind. Auch hier ist eben diese Dreiheit abgebildet, weil der Mensch ein Abbild Gottes ist. Das sind wunderbare Gedanken. Wir müssen aber noch einen Schritt weitergehen. Es muss unter uns dann auch etwas von dieser göttlichen Liebe, die so stark ist, in uns hineinkommen. Und das tut es. Und zwar schon in der Taufe. In der Taufe werden wir gleichsam eingetaucht in diese Liebe des dreifaltigen Gottes, in das Sein des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus hat ja auch aufgetragen, den Aposteln, geht in alle Welt und tauft alle Menschen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So wird der Mensch, der getauft wird, eingetaucht in die Liebe des dreifaltigen Gottes. Wie schön das ist. Ist uns das ein bisschen wenigstens bewusst? Wird es uns immer wieder ein wenig bewusst? Taucht da in uns die Liebe auf, die uns hineingelegt wurde in der Taufe, in die Seele? Sie muss auftauchen können, oder wir könnten auch sagen, auftauen können, denn oft kann man im Vergleich auch sagen, da ist vieles tiefgefroren in uns, was aufgetaut werden muss. Und gerade dieses Glauben an den dreifaltigen Gott ist etwas, was vielleicht auch aufgetaut werden muss. Und dann werden wir solchen Leuten, die sagen, ja, habt ihr es denn nicht ganz, ihr Katholiken, wenn ihr glaubt, dass Gott dreifaltig ist, als ob einer zugleich drei wäre und drei zugleich einer? Wir werden dann aus dieser Liebe heraus, die in uns hochkommt, hochkommen müsste bei einer solchen Rede, dass die überschwappt auch auf den anderen. Denn wovon das Herz voll ist, heißt ein Sprichwort, da geht der Mund über. Und das dürfte das sein. Wir sollten nicht sagen, da stehe ich dann an, dann weiß ich nicht, was ich sagen soll gegenüber solchen Behauptungen, wie sie uns entgegengebracht werden. Nein, lassen Sie das ruhig hochkommen, was in Ihnen ist, an Glauben, an Hoffnung und Liebe. Auch da ist diese Dreiheit wieder zugegen. Die Dreiheit des Geheimnisses des dreifaltigen Gottes. Denn wir ja bei jedem Gebet anrufen, das Kreuzzeichen, das Ehre sei dem Vater und viele andere Gebete. Und wenn wir jetzt dann den Glauben an Gott beten, auch da ist es mehr entfaltet drinnen, dass wir eben an den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist glauben und in dieser Dreiheit den einen Gott glauben und bekennen. Dazu möchte ich Sie jetzt auch einladen, dass wir das gemeinsam tun. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von
gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wieder kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, an die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Unseren dreifaltigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, bitten wir in den vielfältigen Anliegen unserer Zeit und rufen. Schenke allen, die deine Kirche leben, ein neues Gespür für das, was trägt und hält, der du Gemeinschaft bist, dreifaltiger Gott. Wir bitten dich, erhöre uns. Schenke uns Einheit in Vielfalt, sodass Menschen einander achten und schätzen, der du Vielfalt bist, dreifaltiger Gott. Wir bitten dich, erhöre uns. Öffne Wege zur Versöhnung und Heilung für alle, die verwundet, zerstritten und unversöhnt leben, der du Beziehung bist, dreifaltiger Gott. Wir bitten dich, erhöre uns. Gib uns ein Wort, das zum Segenswort wird füreinander und die Welt, der du lebendiges Wort bist, dreifaltiger Gott. Wir bitten dich, erhöre uns. Hilf uns im alltäglichen Suchen und Fragen auszuhalten, dass du immer auch der ganz andere bist, der du Geheimnis bist, dreifaltiger Gott. Wir bitten dich, erhöre uns. Erfülle unsere Verstorbenen mit dem Licht deiner Liebe und lasse dich schauen, so wie du bist, der du die Fülle bist, dreifaltiger Gott. Wir bitten dich, erhöre uns. Auch die Messanliegen nehmen wir in die Fürbitten hinein. Häuselfamilie für verstorbenen Gartenvater und Großvater zum Sterbeandenken. Anton Panholzer für verstorbene Eltern und Schwestern. Der du die Liebe Gottes bist, dreifaltiger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Ich darf auch noch ansagen, dass es eine Kollekte gibt heute, die Dreifaltigkeitskollekte. Es steht zwar nicht dabei, wofür gesammelt wird, aber ich nehme an, dass das diese dreifache Sammlung ist, nämlich Peterspfennig, kirchliche Jugendarbeit und das dritte fällt mir jetzt nicht ein, aber wir haben alle Jahre diese Dreifachsammlung und um die wird es sich wohl handeln.
Betet nun, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Gott, unser Vater, wir rufen deinen Namen an über Brot und Wein. Heilige diese Gaben und nimm mit ihnen auch uns an, damit wir dir auf ewig gehören. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Mit deinem eingeborenen Sohn und dem Heiligen Geist bist du der eine Gott und der eine Herr, nicht in der Einzigkeit einer Person, sondern in den drei Personen des einen göttlichen Wesens. Was wir auf deine Offenbarung hin von deiner Herrlichkeit glauben, das bekennen wir ohne Unterschied von deinem Sohn, das bekennen wir vom Heiligen Geist. So beten wir an im Lobpreis des wahren und ewigen Gottes die Sonderheit in den Personen, die Einheit im Wesen und die gleiche Fülle in der Herrlichkeit. Dich loben die Engel und Erzengel, die Cherubim und Seraphim, wie aus einem Mund preisen sie dich Tag um Tag und singen auf ewig das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum,
reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, würdiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Ludwig und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Deshalb wagen wir zu sprechen: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht
das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Jesus hat zu den Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So dürfen wir ihn bitten, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen dieses Friedens. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du ein Gesuch von mir hast, aber sprich mein Wort, so wird mein Seele
Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir haben den Leib deines Sohnes empfangen. Erhalte uns durch dieses Sakrament im wahren Glauben und im Bekenntnis des einen Gottes in drei Personen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Wochenverkündigung. Heute ist um 12 Uhr Taufe Markel Domitru. Montag 7:25 Heilige Messe. Dienstag 7:25 Heilige Messe. Mittwoch 18:30 Aussetzung und stille Anbetung. 19 Uhr Heilige Messe. Donnerstag Fronleichnamstag Hochfest des Leibes und Blutes Christi. Um 7:30 Frühmesse. Um 9 Uhr Hochamt, anschließend Fronleichnamsprozession. Freitag 7:15 Uhr Heilige Messe. Samstag 7:25 Uhr Heilige Messe. Sonntag 22. Juni, 12. Sonntag im Jahreskreis. 7:30 Uhr Frühmesse, 9:15 Uhr Pfarrgottesdienst, um 12 Uhr Taufe Isabella Beuntner. Am Dienstag ist der Ausflug der katholischen Frauenbewegung. Abfahrt um 7 Uhr am neuen Parkplatz. Chorprobe ist am Dienstag um 20 Uhr. Für das Fest von Leichnam sind alle Pfarrbewohner herzlich eingeladen. Ganz besonders auch die Erstkommunionkanten und die Firmlinge. Musik, Kirchenchor, alle Vereine und Gruppierungen sowie Vorbeter, Himmelträger, Fahnen, Lautsprecherträger und sonstige Helfer sind so wie in den Jahren zuvor um ihr Mitwirken gebeten. Ebenso jene Familien, die einen Altar richten und die Frauen, die die Blumenkränze binden. Bitte auch die Prozessionswege mit Birken schmücken und die Häuser beflaggen. Der nächste Dekanatsgebetskreis ist am Freitag um 20 Uhr in Mönchdorf. Bischof Ludwig Schwarz hält am Dienstag, den 1. Juli, die zur Diözesanwallfahrt nach Mariazell ein. Die Wallfahrt wird von verschiedenen Orten unserer Diözese aus als Sternenwallfahrt geführt. Beten wir gemeinsam zu Maria, der Schutzfrau Österreichs, für unsere Heimat Österreich und für unsere Diözese Linz. Abfahrt ist um 7 Uhr am neuen Parkplatz, 11.15 Uhr Festgottesdienst in der Basilika mit Bischof Ludwig, Rückkehr ca. 20 Uhr, Reisepreis 16 Euro. Bitte um Anmeldung in dieser Woche im Pfarrbüro. Ja, für den Und Leichnamstag möchte ich ganz besonders einladen. Es ist ein großer Tag jedes Jahr, einmal wenigstens, wenn wir mit dem Herrn, dem Allerheiligsten Sakrament, gegenwärtig ist, wenn wir da hinausgehen, um in alle vier Richtungen den Segen Gottes für die Pfarrgemeinde zu empfangen und zu erbitten. Ich darf auch noch hinweisen, das betrifft Sie zwar nicht, aber nur Interesse halber. Ich war in dieser Woche zweimal bei einem Priesterbegräbnis, und zwar in St. Pölten ist der Weihbischof Heinrich Fasching, der ein gebürtiger Pirbacher ist, begraben worden. Und am Tag darauf ist der uns allen bekannte Pater Paolo im Bregarten begraben worden. Beten wir für Sie,
dass sie beim Herrn sein dürfen, Bischof und Priester als treue Diener des Herrn. Und wir wollen auch noch um den Segen Gottes bitten und nicht weggehen, ohne gesegnet zu sein. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ich darf noch einen schönen und guten Sonntag wünschen, so gehet hin in Frieden.